Television Zwickau. Deine Region im Bild. Comedia Konzept. Ihr Partner für regionale Werbung wünscht gute Unterhaltung. Ausbildungsende lässt Arbeitslosenzahlen leicht ansteigen. Kinderfest Zwickifax geht in die fünfte Runde und chinesische Schüler besuchen neues Studio von Television Zwickau. Tagaktuell, das regionale Abendmagazin. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Tag Aktuell. Schön, dass Sie dabei sind. Wenn Sie uns jetzt sehen, haben Sie in Zwickau alles richtig gemacht, nämlich den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher gestartet. Ja, falls Sie uns nicht sehen, können Sie mit dieser Ansage sowieso nichts anfangen. Dann sehen Sie uns vielleicht im Internet oder wo auch immer oder in Werdau. Da funktioniert es. Tele Columbus arbeitet im Moment noch ganz straff daran, dass unser Sender ordentlich zu empfangen ist. Sie werden es sicherlich merken, der Ton rauscht noch hier und da ein bisschen. Das liegt alles noch an der Einstellung. Deshalb wechselt auch unser Sendeplatz hin und wieder. Starten Sie einfach einen Sendersuchlauf, wenn Sie uns nicht mehr sehen. Und verraten Sie das vor allen Dingen Ihren Freunden, Bekannten und in der Familie. Die Arbeitslosenzahlen in der Region sind in diesem Monat wieder leicht angestiegen. In der Arbeitsagentur Zwickau um 157 Personen, im Jobcenter um 1,8%. Die Arbeitslosenquote liegt wie im Vorjahr bei 8,1%. Für Agenturchefin Regine Schmalhorst ist die Entwicklung im Ferienmonat August aber nichts Neues. Wir verzeichnen, so wie auch in den letzten Jahren, einen leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit, der insbesondere dadurch begründet ist, dass junge Menschen nach der Ausbildung sich bei uns erstmal arbeitslos gemeldet haben oder aber auch, wenn sie direkt aus der Schule kamen, sich erstmal bei uns gemeldet haben. Wir haben noch 305 unversorgte Bewerber, die noch keine Ausbildungsstelle haben. Wir haben noch über 360 Ausbildungsstellen. Das heißt, jeder junge Mensch, der jetzt noch nicht versorgt ist und noch auf der Suche ist, kann sehr, sehr gerne zu uns kommen. Wir helfen so gut wie möglich, dass hier noch der junge Mensch mit dem Arbeitgeber zusammenkommt und wir hoffentlich noch zu erfolgreichen Ausbildungsverträgen kommen. Es gibt bei Ihnen die Aktion Spätstarter. Was sagt das? Ja, Ausbildung ist nicht nur was für Menschen unter 20, sondern Ausbildung ist auch noch was für die sogenannten Spätstarter. Das sind die jungen Menschen ab 25, die sind ja auch noch jung, die wir versorgen wollen an der Stelle mit dem Thema Ausbildung. Denn jeder, der keine Ausbildung hat, hat es unglaublich schwer auf dem Arbeitsmarkt. Und auch ein 25-Jähriger hat ja noch das Potenzial, um das zu machen. Wir gehen sogar bis über 30. Von daher, alle Kunden, die sich in der Altersstufe befinden, keinen Abschluss haben, auch die laden wir sehr gerne zu einem Beratungsgespräch ein. Und da reden wir auch nicht nur über Ausbildung, sondern schauen auch, ob wir direkt einen Arbeitgeber finden, bei dem wir eine einzelbetriebliche Umschulung machen können. Ein kleines Jubiläum begeht in diesem Jahr das Kinderfest Zwickifax. Bereits zum fünften Mal verwandelt sich am 14. September das Schwanenteichgelände für einen Tag lang in eine riesige Welt für Kinder, die kaum noch Wünsche offen lassen sollte. Was vor fünf Jahren einmal als kleine Veranstaltung für Kinder ins Leben gerufen wurde, hat sich mittlerweile zu einem regionalen Event für die Jüngsten etabliert. Das war aber nur dank der Unterstützung der Stadt Zwickau und altbewährter Sponsoren möglich. Genau die trafen sich gestern auf der Freilichtbühne zu einer Abschlusspressekonferenz und standen den Medienvertretern Rede und Antwort. Nach einer kurzen Begrüßung der zahlreich erschienenen Medienvertreter durch Pressesprecher Matthias Merz ergriff Projektleiterin Karin Berg das Wort. Sie betonte, dass sich auch nach vier erfolgreichen Jahren Zwickifax in der Endphase der Planung keine Routine einschleichen darf. Aus den Erfahrungen der letzten Jahre habe man gelernt und so gibt es in diesem Jahr auch einige Änderungen, gerade bezüglich der Struktur auf den Wiesen. Besonders erfreut zeigte sich Karin Berg darüber, dass man in diesem Jahr neue Partner gewinnen konnte und es deshalb auch neue Inhalte gibt. Neu beim diesjährigen Zwickifax ist die Präsenz der Zwickauer Kultureinrichtungen. Fabia Günther-Sperber vom Kulturamt der Stadt Zwickau freute sich in diesem Jahr, die städtischen Kultureinrichtungen präsentieren zu dürfen und bei den Kindern spielerisch das Interesse wecken zu können. Ein wichtiger Partner bei Zwickifax und gleichzeitig Geburtshelfer des großen Kinderfestes ist die Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau. Und die hat sich in diesem Jahr auch wieder jede Menge einfallen lassen. Also die GGZ
ist jedes Jahr mit großer Begeisterung dabei. Und natürlich dieses Jahr werden wir das Bewährte aus den Vorjahren wieder mitbringen. Also zum Beispiel das große Floß über den großen Teich, was ich vorhin schon gesagt habe. Der große Teich von Zwickau, ja, der Schwanenteich. Dann die Wasserlaufbälle von vorigen Jahr, die sind auch sehr gut angekommen. Da war ein riesiger Andrang. Die sind dieses Jahr wieder mit im Einsatz. Dann haben wir eine große Murmelbahn für den Kleinkinderbereich. Ich denke mal, das ist für die Kleinkinder ganz interessant, wie die Murmeln denn die einzelnen Bahnen durchlaufen. Und für die etwas Älteren, vielleicht auch schon für die Kleinen, gibt es Bausteine, 40.000 Holzbausteine. Und da können natürlich die Kinder sich ganz kreativ entfalten. Da sind wir wirklich ganz gespannt, welche Bauwerke dort entstehen werden. Auch Lutz Fäustel von VW Sachsen kann sich das Engagement für Zwickifax nicht mehr wegdenken. VW möchte aber nicht nur einen finanziellen Beitrag leisten. So ist das Unternehmen diesmal mit 50 Mitarbeitern vor Ort. Standort ist auch diesmal wieder die Kranichwiese, wo die Jüngsten auch in diesem Jahr wieder Autos bemalen und gestalten dürfen und ihren Bewegungsdrang auf einer 15 Meter hohen Rutsche freien Lauf lassen können. Als wichtiger Partner von Zwickifax ist auch diesmal wieder Comedia-Konzept mit im Boot. Auch die behindertengerechte Toilette am Schwanenteich, die Comedia-Konzept betreibt, kann am 14. September kostenfrei genutzt werden. Traditionell unterstützt auch die Zwickauer Energieversorgung das Kinderfest mit verschiedenen Aktionen. Geschäftsführer Volker Schneider freut sich schon, mit seinem Enkel, der gerade einmal 2 Jahre ist, bei Zwickifax dabei zu sein und betonte, dass dieses Event aus dem Terminkalender der Stadt nicht mehr wegzudenken ist. Auch für die Kultur Z gehört Zwickifax fest in den Plan. Jürgen Flemming, Geschäftsführer der Einrichtung, betonte, dass gerade die Bühne der Freilichtbühne bestens geeignet ist, denn wo sonst kommen die Kinder so nah an die Künstler ran. Abschließend zog Zwickaus Finanz- und Kulturbürgermeister noch ein kurzes Fazit. Also angefangen hat es eigentlich mit dem 7. Firmenjubiläum der GGZ, mit der Überlegung, dass im Rahmen dieses Jubiläums, was für die Kinder zu tun hier im Schwanenteich. Wir haben als Stadt dann unterstützt und daraus ist das geworden, was eigentlich aus dem Leben dieser Stadt und dem Umfeld ja, nicht mehr wegzudenken ist. Im Grunde die größte Kinderfete in Westsachsen, vergangenes Jahr mit 20.000 Besuchern. Und wir haben von Jahr zu Jahr eigentlich neue, schönere Programmteile gefunden. Und neben diesen Programmteilen auch immer neue, interessantere Partner, die bereit waren, auch mit ihrem privaten Geld, also ihrem Portemonnaie, dieses große Kinderfest zu unterstützen. Und sag das mal, das sind vergangenes Jahr ja, etwa an die 100 Sponsoren und Unterstützer gewesen. Das ist in diesem Jahr noch mehr. Es ist praktisch nicht nur Mode, sondern es ist in, an diesem Zwickifax mitzuwirken. Ich habe es vorhin formuliert, 5 Jahre ist eine lange Zeit. Wir haben viel Erfahrung gesammelt, vor allen Dingen haben wir gelernt, noch intensiver auf die Interessen der Kinder einzugehen. Und in diesem Jahr neue, auch mal von der inhaltlichen Ausrichtung, würde ich mal sagen, wir haben den Kulturbereich erhöht, also unsere städtischen Museen beteiligen sich mit interessanten Programmen, wo die Kinder mitwirken können, Wissen vermitteln und selbst Akteure sein können. An diesem Zwickifax, alle großen Sportvereine der Stadt sind diesmal präsent, das ist auch neu. Und auch dieser oder jener, der bisher gedacht hat, ja, was ist das, hat sich angemeldet und hat gesagt, da will ich eigentlich dabei sein. Wenn ich da zum Beispiel denke an das Haus der Modelleisenbahner, die wollen auch präsent sein. Ob man da immer gleich im Blick hat, was für den eigenen Nachwuchs zu tun, lasse ich mal dahingestellt. Aber für die Kinder ist es wichtig und richtig. Und dann lüftete Bernd Meyer noch ein bisher gut gehütetes Geheimnis. Völlig neu. Und das ist, denke ich mal, gar nicht mal so schlecht. Wir haben es nach 5 Jahren geschafft, eine Namensgebung. Nicht nur für das Fest, Zwickifax ist bekannt, sondern wir haben einfach gesagt, okay, Jungs und Mädchen kommen und wir müssten eigentlich Namen kreieren. Und es wird 2 neue Namen geben. Einer wird Zwicky sein und einer wird Fax sein. Und neben mir steht eines der Maskottchen für das diesjährige Jubiläumsfest. Das ist der männliche Part und das heißt Fax. Und ich denke, wenn wir beide dann präsentieren, unser weibliches Maskottchen, Zwicky ist gegenwärtig noch in der Schminke, muss noch ein bisschen hin und her gerichtet werden, aber es wird sich dann in voller Schönheit an unseren Kindern präsentieren. Dann kann man nur hoffen, dass auch der Wettergott dem großen Kinderfest Zwickifax wohlgesonnen ist und ganz viele Kinder mit ihren Eltern am 14. September den Weg an den Schwanenteich finden werden.
Bundespräsident Joachim Gauck lädt morgen zum Bürgerfest in den Park von Schloss Bellevue ein. Zu den geladenen Gästen gehören auch Erwin Killert und dessen Gattin sowie Gundula Schubert vom Bündnis für Demokratie und Toleranz. Der Bundespräsident dankt mit dem Bürgerfest Menschen und Gruppen, die sich in Deutschland ehrenamtlich engagieren oder um das Gemeinwohl verdient gemacht haben. Im Auftrag des städtischen Tiefbauamtes werden in den kommenden Wochen die Parkstände ausgebaut, die sich auf der Ostseite der Katharinenstraße befinden. Damit sollen die bisher zu engen Flächen vergrößert werden. Im Zuge des Gesamtprojektes wird außerdem nicht nur der Gehweg in diesem Bereich, sondern bis zur Nikolaistraße 1 bis 9 erneuert. Das Bauvorhaben, das mit ca. 105.000 Euro veranschlagt ist, soll bis Oktober abgeschlossen sein. Am Wochenende veranstaltet das Jugendrotkreuz in Werdau seinen Landesjugendwettbewerb der Stufe 1. Kinder im Alter zwischen 6 und 12 Jahren sollen ihr Können und Wissen unter Beweis stellen. Der Wettbewerb wird am Samstag um 9.30 Uhr auf dem Markt vor dem Rathaus eröffnet. Anlässlich des Weltfriedenstages veranstaltet die evangelisch-lutherische Pauluskirchgemeinde in Zwickau gemeinsam mit dem Bündnis für Demokratie und Toleranz am Sonntag ein abendliches Friedensgebet. In dem Gottesdienst wird für die Opfer von Krieg, Unterdrückung und Vertreibung gebetet, die weltweit bis in unsere Gegenwart hinein leiden müssen. Erinnert wird an die Friedensgebete in der Pauluskirche im Herbst 89 und an die Gründung der Friedensbibliothek vor 25 Jahren. Das Friedensgebet beginnt um 19 Uhr. Werbung. Entdecken Sie Zwickau wie zu Schumanns Zeiten. Am 7. und 8. September öffnet die Stadt wieder ihre Tore zum historischen Markttreiben. Erkunden Sie Zwickaus Plätze mit traditionellem Handwerk und erleben Sie Gaukler, Artisten und Musikanten. Versäumen Sie nicht die Fahrten in einer historischen Kutsche und entdecken Sie Spiele und Schattentheater aus Schumanns Zeit rund um den Domhof und in der Galerie. Erfahren Sie mehr über das Leben des Komponisten im Robert-Schumann-Haus und werfen Sie einen Blick auf das mittelalterliche Zwickau in den Priesterhäusern am Domhof. Lasst uns feiern, lasst uns tanzen, lasst uns fröhlich sein und wir laden allein, heute mit dabei zu sein. 20 Jahre mittendrin und immer noch nicht leise. Wir feiern dieses Fest auf unsere eigene Art und Weise. Ganze Welt in Ihrem Auto. Der neue Citroën C4 Picasso Techno Spaß. Jetzt schon ab 19.990 Euro. Citroën. Kreativtechnologie. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS am Kreuzberg in Zwickau-Oberplanitz. Nicht vergessen, das historische Markttreiben am 7. und 8. September im Herzen von Zwickau. Am Sonntag, zum Tag des offenen Denkmals, öffnen zudem zahlreiche Baudenkmäler ihre Pforten. Martin und Schwedler, Ihr Partner für moderne Heimelektronik. Fachhändler für Löwe, Panasonic, Mobilcom Debitel und Sky. Unser Service umfasst den Verkauf und Reparaturservice für TV-Geräte, Computer- und Telefonanlagen, Wartung von PC-Netzwerken, SAT- und Kabelanlagen und natürlich einen kostenlosen Lieferservice bei Neukauf. Bei TV-Reparaturen holen wir das defekte Gerät beim Kunden ab und stellen für die Zeit der Reparatur ein Leihgerät zur Verfügung. Martin und Schwedler, Hauptstraße 98 in Steinpleis. Diesmal geklappt mit dem neuen Job? Na, dann pass mal auf. Na bitte, geht doch.
Hofmann Personal bietet Arbeitsplätze überall in Deutschland. Und? Wann bewerben Sie sich? Gestern platzte das neue Sendestudio von Television Zwickau fast aus allen Nähten. Besuch aus China hat es sich angesagt. Für einige Tage waren die jungen Leute aus dem fernöstlichen Land auf Europa-Tour. Eine Station war das Gymnasium am Sandberg in Wilkau-Haslau. Neben einem Stadtrundgang interessierten sich die jungen Chinesen dafür, wie der regionale Fernsehsender so funktioniert. Wir waren natürlich gern bereit, unser neues, seit kurzem bezogene Domizil zu zeigen. Das Besondere daran ist, dass sich Television Zwickau im ältesten Haus der Stadt, einer ehemaligen Münzprägstätte, befindet. Geschäftsführerin Mandy Wutzler erläuterte den Gästen einige allgemeine Daten zum Sender. Übersetzt wurde das Ganze zuerst vom Deutschen ins Englische und eine Chinesin übersetzte dann nochmal ins Chinesische. Besonders interessiert zeigten sich die jungen Leute, als Uli Dietrich erklärte, wie so ein Sendestudio funktioniert. Einige probierten gleich mal selbst aus, wie eine Bluebox funktioniert und hatten sichtlich Spaß dabei. Neben der Regie erklärten wir auch noch die Redaktion, quasi das Herzstück des Senders, in dem alle Informationen eingehen. Hier erläuterte Redaktionsleiter Frank Bohrmann, wie eingehende Nachrichten bearbeitet werden und schließlich am Abend gesendet werden. Nach dem Besuch in unserem Studio hatten die jungen Leute noch ein großes Pensum zu bewältigen. Bei einem Unfall wurde gestern Vormittag ein 8-jähriger Junge schwer verletzt. Das Kind wollte an einer Haltestelle die Leipziger Straße überqueren und lief vor einem stehenden Bus auf die Straße. Hier wurde es vom PKW einer 55-Jährigen erfasst. Die Skoda-Fahrerin war stadtauswärts unterwegs. Beim Versuch, ihr wegrollendes Auto zu stoppen, erlitten am Mittwochnachmittag zwei Personen leichte Verletzungen. Ein 61-Jähriger hatte seinen VW Bora auf der Heinrich-Braun-Straße geparkt. Er und seine 58-jährige Beifahrerin stiegen aus und schlossen die Türen. Plötzlich rollte der PKW weg. Beide versuchten vergeblich, das Fahrzeug anzuhalten. Der VW durchbrach einen Gartenzaun und kam erst danach zum Stehen. Während der Aufnahme stellten die Beamten fest, dass die Handbremse defekt war. Bei einem Verkehrsunfall in Langenweißbach wurde am Mittwochmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt. Der 40-Jährige war mit einer BMW auf der B93 in Richtung Schneeberg unterwegs, als ihm an der Kreuzung zum Kretschmannweg ein 64-Jähriger mit seinem Transporter die Vorfahrt nahm. Der Biker krachte dem Opel frontal in die Seite. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von 20.000 Euro. Am Sonntag findet im Deutschen Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain der 12. Kinder- und Familienaktionstag mit Einrichtungen und Partnern des Jugendring Westsachsen e.V. statt. Von 13 bis 18 Uhr steht das Kinderleben auf dem Lande in der Vergangenheit im Mittelpunkt. Auch alte Gesellschaftsspiele werden vorgestellt. Mit dem Familienpass des Landkreises ist der Eintritt frei. Werbung. Seit 1991 das Bekleidungsfachgeschäft im gehobenen Genre für Damen und Herren. Die erste Adresse in Sachen anspruchsvoller Modemarken. Hier finden Sie hohe Fachkompetenz bei Beratung und Verkauf stilvoller Bekleidung. Schauen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Uta Röder Moden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Hotel Flexig in Giegengrün und Hartmannsdorf, der Idylle des oberen Landkreises. Aktive Erholung und Entspannung für den Gestressten, mit Küche vom Feinsten, mit öffentlicher Sauna und Schwimmbad. Flexig bietet alles. Es ist Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit. Und nun versuchen Sie auch gar nicht erst, Ihre Hände in Unschuld zu waschen, hier, liebe Kolleginnen der FDP und der CDU-CSU, der Bündnis 90 Die Grünen und auch der SPD-Fraktion. Sie haben hier in diesem Hause diese unsägliche Agenda 2010 beschlossen und eine Lohnspirale nach unten in Gang gesetzt, die aufgehalten werden muss. Sabine Zimmermann für gerechte Löhne und gute Arbeitsbedingungen. Immer mehr Menschen befinden sich inmitten der Altersarmut. Gerade hier im Osten wirkt sich die dramatische Situation am Arbeitsmarkt jetzt aus. Die niedrigen Löhne und die langen Arbeitslosenphasen tragen dazu bei, dass die Renten immer niedriger werden. Sabine Zimmermann für eine gute Rente ohne Armut im Alter. Haben wir 20.000 Menschen in der Region, die erwerbslos sind. Und so kann es doch nicht weitergehen. Für ein Recht auf Arbeit und ein menschenwürdiges Leben. Sabine Zimmermann, weil es sozialer geht. In einem Testspiel hat der FSV Zwickau am Mittwochabend in Reichenbach den Umm Salal SC aus Katar mit 1:0 besiegt. Die Mannschaft aus dem Arabischen Emirat, in der vergangenen Saison Fünfter der Superliga Katar, absolviert derzeit ein Trainingslager in Sachsen. Torschütze für den Regionalligisten war in der 27. Minute Benjamin Fuß. Die Eispiraten Grimmitschau setzen am Wochenende ihr Testspielprogramm fort. Morgen Abend empfangen die Westsachsen ihre neuen Ligakonkurrenten aus Bad Nauheim. Die Roten Teufel aus Hessen sind als Meister der Oberliga in die neue DEL 2 aufgestiegen und wollen sich dort behaupten. Am Sonntag 18 Uhr steht dann ein Duell der ganz besonderen Art auf dem Programm. Dann sind die Grimmitschauer beim Oberligisten VER Selb zu Gast. Am Freitag gibt es neben lockeren Wolkenfeldern auch längere sonnige Phasen. Es bleibt trocken und die Temperaturen steigen von 11 auf 24 Grad. Der Wind weht schwach aus West bis Südwest. Hier sind die Wetteraussichten bis Montag. Der Samstag beginnt freundlich. Später nimmt die Bewölkung zu und es kommt verbreitet zu Niederschlägen. Bis Montag bleibt es wechselhaft mit Höchstwerten um die 20 Grad. Die Schauerneigung lässt allmählich nach. Ja, und das war's für heute hier von Television Zwickau von Tag Aktuell. Denken Sie mal dran, wir produzieren täglich ein neues Abendmagazin. Sollten Sie uns nicht sehen, dann sollten Sie einfach den Sendersuchlauf mal starten oder bei Ihrem Kabelnetzanbieter anrufen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Tschüss, bis morgen.
Television Zwickau.